Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator. Das möchte ich soweit. Wir spielen wieder eine Runde. Ja, beziehungsweise spielen weiter. Jetzt habe ich, glaube ich, dir genau dasselbe gesagt wie in der letzten Folge auch, ne? Ist ja auch wurscht. Fakt ist, letzte Folge der Woche. Ursprünglicher Plan war, heute fertig machen. Aber da ich das gestern mit dem Tieflader ein bisschen verkackt habe und wir jetzt das zweite Fertigteil, Paket nochmal extra holen müssen und ich jetzt hier und wir jetzt hier noch eine zweite Runde fahren müssen, glaube ich nicht, dass wir es heute schaffen. Aber sag niemals nie, wir gucken einfach mal. Wir sind bei 85. Oh Gott, holen die zweite Runde. Es dauert bestimmt 5 Minuten, bis wir da wieder zurück sind. Und dann schnell die Dinger rein platzieren und dann geht's schon weiter, aber da müssen wir mal gucken. Fakt ist, es ist die letzte Woche, die letzte Folge dieser Woche. Das heißt, es geht dann frühestens eben, ne oder was ist frühestens, es geht logischerweise nächste Woche weiter. Da müsst ihr dann einfach mal schauen. Ich denke dann, dass wir dann nächste Woche fertig machen. Und ja, müssen wir mal gucken. Wir hätten nächste Woche, ich fahre nächste Woche nämlich ein bisschen runter wieder. Das heißt, oder was ist das, ich fahre ein bisschen runter, wie ich habe beschlossen, Storage Hustler nur noch eine Folge in der Woche mal zu machen, mal auszuprobieren, weil die zweite Folge mal ein bisschen, oder mir mal ein bisschen unnötig rüberkommt und dafür, oder ein bisschen auf Krampf gemacht, ne? Also die ist nicht so clean, finde ich. Es hört sich dumm an, aber es ist so. Und deswegen machen wir da lieber eine Folge, machen die ein bisschen länger, vielleicht, je nachdem, was wir machen müssen. Und bevor wir dann da auf Krampf zwei Folgen raushauen, das muss jetzt auch nicht sein. Es fühlt sich nicht so richtig an, ne? Da die zwei Folgen rauszuhauen. Aber ich habe das jetzt, ich habe es ja halt gemerkt die letzten Wochen, dass es so ist. Ist auch wurscht, ist entschieden. Und wir machen das jetzt mal ein, zwei Wochen und dann schauen wir, dann können wir wieder hochgehen, wenn es kacke ist. Oder wir bleiben dabei. Ja, das ist jetzt die Sache an der Geschichte. So, dann laden wir das zweite Ding schnell. Da ist es. Jalla Abfahrt. Gut, dann hoffe ich mal, dass es das aber jetzt ziemlich gewesen ist mit Transportfahrten hier bei dem Hangar. Ein bisschen nervig. Ich weiß gar nicht, könnte man die auch, diese Fertigteile auch zum, ups, oh Gott, zum Anfang vom Projekt holen? Oder kann ich die wirklich erst holen, wenn ich in dem Abschnitt bin? Das wäre noch interessant, mal auszuprobieren. Weil dann könnte man sagen, gut, ich mache jetzt die ersten zwei Folgen komplett Besorgungstouren. Hole alles ab, was ich abholen kann. Und dann baller ich auf der Baustelle durch, weißt du? Naja, gut. An sich ist auch wurscht. Ey, andere Frage. Wenn wir mit dem Pritschenauflieger gefahren wären, anstatt mit dem Tieflader, hätten wir dann beide Pakete drauf bekommen? Das wäre noch interessant zu wissen. Würde ich jetzt mal sagen. Weil mit Schwerlaster hätten wir, kriegen wir ja locker drei, vier Pakete. Also drei auf jeden Fall mit. Aber, oder? Kriegen wir mit dem auch nur zwei? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Naja, ist ja auch wurscht. Schauen wir das mal. Wir brauchen sogar über 5 Minuten. Wir sind jetzt gleich, jetzt sind jetzt bei 5 Minuten.
Sogar ein paar Sekunden länger, um das Zeug zu holen. So, dann schieben wir den auch einmal wieder rückwärts da rein. Ach, passt. Mal die Gurte da aufmachen. Und gib ihm. Setz mal da die nächsten vier Dinger. Ich das für Kack mit dieser doppelten Wand? Finde ich gar nicht lustig. Zack. Und noch einer. Huch, ich sehe nichts. Mensch, Zeitverschwendung hier jetzt. Gut. Oh Gott, was müssen wir jetzt holen? Paketfachwerkstahlträger. Oh Gott, die müssen wir mit dem Schwerlaster holen. Und Decken. Was machen wir hier noch, Alter? Ich nehme alles zurück. Das schaffen wir niemals die Woche. Wir müssen da hinten noch eine Decke betonieren. Gut, wir machen jetzt das Dach. Diese Fachwerkstahlträger sind ja fürs Dach. Dann kommt das Dach drauf. Ja, okay. Nächste Woche waren wir fertig. Erste Folge nächste Woche. Wir fahren dann gleich los, aber mit dem Tieflader, mit dem Schwerlaster. Und laden den Scheiß. Ach, Kacke, da brauchen wir einen Kran, ne? Ja, regel mal. Das. Sollen wir mal gucken, wo wir die abholen müssen. Und dann fahren wir da schnell einen Mobilkran hin. Das kriegen wir geregelt noch die Woche, die Folge. In der nächsten Folge ist dann Finishen, würde ich sagen. So, dann den Tieflader wegstellen und dann müssen wir den Schwerlaster ready machen. Und ich glaube, der steht in der Firma. Das wäre ein Pluspunkt für uns, wenn der in der Firma steht. Bin mit, ja, der müsste in der Firma stehen. Also hier steht er zumindest schon mal nicht. So. Dann können wir. Wo ist er denn? Dann regeln wir das jetzt noch die Folge, dass wir da nächste Folge direkt losballern können. Das wäre wichtig. Was steht da hinten? Oh Gott.
So, ist schon. Gott, dann müssen wir erstmal das abladen. Das Ganze. Den Walzenvergleich, weil ich gerade die andere Walze sehe, den machen wir, wenn wir fertig sind mit dem Hangar. Da haben wir jetzt gerade Zeit für. Weil wir ja noch gucken wollten, ob die Walzen gleich groß sind oder ob die unterschiedlich groß sind. Die Cat-Walze und die Sani-Walze. So, dann schnabulieren wir uns den einmal auf. Gut, und dann müssen wir zum Hafen. Das heißt, wir brauchen, was mache ich hier? Einen Mobilkran. Den kleinen, was haben wir denn bei Sani? Haben wir da schon einen? Nö. Dann reicht der. Den können wir mit aufladen, oder? Ne, wir kommen scheiß drauf, das machen wir nicht. Fahren das Ding alle einzeln, das ist mir sau wurscht. Oder? Nee. Wir nehmen den mit. Sind zwar ein bisschen Affen, der da gleich. Aber das machen wir jetzt. Das heißt, Mobilkran auf dem Tieflader und dann ab zum Hafen. Dann fahren wir nämlich nur einmal. Ob das Auf- und Abladen jetzt länger dauert, als wenn wir es einzeln fahren, glaube ich nämlich nicht. Ach, und wir sind übrigens Level Up, ne? Da können wir auch mal schauen. Das geht auf jeden Fall. Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. Damals beim Museum haben wir das schon mal gemacht. Nee, das geht anscheinend auch nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen scheiße gefahren. Doch, zack, zack, zack. Drauf das Monster. Ich finde Mobilkräne, vor allem den kleinen, ich finde den so geil. Die großen, sie sehen wieder zu krank aus, ne? Aber der Kleine, der sieht so solide aus. Das finde ich geil. So, ab zum Hafen. Mit Mobilkran im Schlepptau. Aber wenn man schon mal mit dem Schwerlaster unterwegs ist, dann kann man auch mal nutzen. Und dann schauen wir uns mal das Zeug noch laden. Das heißt, die Folge wird ein bisschen länger, aber das macht ja nichts. Und dann fahren wir es in der nächsten Folge alle in die Firma, sag ich schon, auf die Baustelle. Und installieren den Shit. Minecraft habe ich ganz vergessen, das wäre auch noch. Oje, oje. Gut, es wird eng, dass wir das heute alles schaffen. Gut, es ist aber auch erst 18:20 Uhr. Darf man auch nicht vergessen. Ich denke, die ganze Zeit ist schon später. Aber heute ist ein komischer Freitag. Schon echt früh daheim. Und eigentlich auch echt schon viel gemacht. Deswegen fühlt sich das alles so komisch an. So. Das ist ein Flugzeug. Hä? Wir müssen doch das Paket Stahlträger holen. Warte mal. Das ist ein Flugzeug. Gut, dann hol mal erst das Flugzeug. Und wo hole ich denn die Stahlträger? Beim Stahlwerk wahrscheinlich, ne? Gibt es das überhaupt noch? Oder hole ich das hier? Lass mal ganz kurz gucken. Ich hoffe, ich bin jetzt solo dahin und nicht mit dem Fahrzeug. Das muss man jetzt mal schnell schauen, bevor wir das Flugzeug noch aufladen. Warte mal, wo würden die?
Ne, hier ist auch nichts, ne? Fachwerk Stahlträger. Ah, Stahlhandel. Gut. Jetzt, aber warte mal, jetzt will ich trotzdem schnell schauen, ob die da jetzt gespawnt sind zum Aufladen oder ob die da gespawnt sind zum Mitnehmen. Ah ja, okay, dann brauchen wir hier auch den Mobilkran. Gut, das machen wir aber dann alles in der nächsten Folge. Hätte ich gesagt. Wir laden jetzt das Flugzeug noch. Schnell, das ist ja gleich passiert. Und dann machen wir Schluss. Bloß schnell die Stützen wieder einklappen, sonst nimmt das dann. Stützen sei schon die Rampen. So. Und dann einmal das Flugzeug ohne Flügel. Das wäre wahrscheinlich auch auf einen normalen Tieflader gegangen. So. Dann ist das erledigt. Und dann können wir das einmal alles umsetzen dann in der nächsten Folge. Gut. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Peace out und ciao.